Thailandreisen sind während der Coronavirus-Pandemie endlich wieder möglich, sie laufen aber anders ab als zuvor. Und in diesem Video habe ich Tipps für dich für die Reisevorbereitung und ich zeige dir auch, wie die Reise abläuft mit dem Flug, mit der Einreise und auch mit dem Quarantänehotel. Hallo und herzlich willkommen heute bei einer für mich ganz besonderen Folge, denn ich hätte schon fast nicht mehr geglaubt, ich darf wieder nach Asien reisen. Ja, wie du vielleicht weißt, reise ich im Winter, wenn es kalt und grau wird, immer in ferne Länder. Fast hätte ich ja nicht mehr geglaubt daran, dass es dieses Jahr möglich ist, denn viele Länder in Asien gibt es nicht, in die du im Augenblick reisen kannst, aber Thailand hat wieder für Touristen diesen Winter geöffnet. Wenn du nach Thailand reisen möchtest, dann läuft alles etwas anders ab als vor der Coronavirus-Pandemie. Du musst einen sogenannten Thailand-Pass beantragen. Und bei diesem Thailand-Pass geht es grob gesagt um die Dokumente, die du für die Einreise rund um Covid-19 vorweisen musst. Wenn du weitgehend quarantänefrei einreisen möchtest, dann musst du deine Impfungen gegen Covid-19 nachweisen, eine Buchung einer Nacht in einem Quarantänehotel, die nennt man AQ oder SHA Plus Hotels, und diese Buchung, die muss auch den Transfer vom Flughafen zum Hotel, einen PCR-Test und auch ein Antigen-Testkit beinhalten. Und du musst außerdem eine Bestätigung der Reiseversicherung vorweisen, dass sie im Ernstfall die Behandlung einer Covid-19-Erkrankung in Höhe von mindestens 50.000 US-Dollar übernimmt. Alle Unterlagen musst du dann hochladen und spätestens nach 7 Tagen erhältst du einen QR-Code und den Thailand-Pass. Ja, und wie alles ganz genau mit dem Thailand-Pass funktioniert, das erkläre ich dir auf andersreisen.net. Bei mir im Reiseblog, da gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und alle wichtigen Tipps, wie du schnell und unkompliziert zum Thailand-Pass kommst. Und längstens 72 Stunden vor deinem Abflug musst du noch einen RT-PCR-Test absolvieren. Ich habe ihn bei der Teststation der PMU im Forum 1 hier in Salzburg durchgeführt. Der Test war ein überwachter Gurgeltest und mir war wichtig, dass auf dem Test ausdrücklich RT-PCR draufsteht, so wie es auch die thailändischen Behörden fordern. Außerdem steht neben den anderen persönlichen Informationen auch meine Passnummer auf dem Dokument. Und mir war auch wichtig, dass ich das Testergebnis zuverlässig innerhalb weniger Stunden erhalte. So, fertig. Und ich habe meinen negativen PCR-Test hier in der Tasche und ja, auch der Rucksack ist schon gepackt und ich warte eigentlich nur noch auf die Abreise. Die dicke Winterjacke, die werde ich auf jeden Fall im kalten Salzburg lassen. Ich hoffe in Bangkok auf Temperaturen so um die 30 Grad. Ja, und ich bin schon sehr oft Richtung Asien geflogen, auch schon x-mal nach Bangkok, und trotzdem fühlt sich so an, als würde ich diesmal das allererste Mal reisen. Ich bin zwar gut vorbereitet, trotzdem hoffe ich, dass mit den Dokumenten und auch den Tests alles klappt, und ich bin natürlich auch gespannt, wie so ein Flug während der Pandemiezeit so abläuft, wie die Ankunft in Bangkok sein wird, wie das auch mit dem Transfer, den PCR-Test und auch der Quarantäneunterkunft läuft. Ich werde dir alles hier im Video zeigen und freue mich, wenn du hier mit dabei bleibst. Und meine erste Etappe, die führt mit dem Railjet von Salzburg zum Flughafen Wien. Ich bin gut am Flughafen in Wien angekommen und jetzt geht's gleich einmal zum Check-in.
Ich habe bereits zu Hause online eingecheckt und Austrian Airlines bietet auch einen digitalen Dokumentencheck an. Das heißt, ich habe alle Dokumente zu Hause hochgeladen und habe auch eine Rückbestätigung bekommen, dass die Dokumente erfolgreich überprüft wurden. So konnte ich die Schlange am Check-in-Schalter umgehen und mein Gepäck selbst einchecken. Trotzdem solltest du die Dokumente während der gesamten Reise mitführen. Am besten du druckst die Impfzertifikate, dann dein RT-PCR-Testergebnis, den Thailand-Pass, die Bestätigung für dein Quarantänehotel in Thailand und auch die Versicherungsbestätigung aus und führst sie auch ausgedruckt mit. Ich muss die Dokumente beim Boarding vorweisen. Je nach Fluggesellschaft sind die Abläufe allerdings unterschiedlich. Und ich bin auch bereits durch die Passkontrolle durch und so wirklich anders fühlt sich hier jetzt am Flughafen nicht an als vor Beginn der Pandemie. Okay, es gibt natürlich einiges mehr an Dokumente, die du mitführen musst. Hier stehen auch überall Desinfektionsspender und außerdem herrscht hier im Flughafen und auch im Flugzeug FFP2 Maskenpflicht. Und jetzt geht's wirklich ab nach Thailand. Hallo. Grüß Sie. Sie haben 31A, das wäre der erste Gang. Dankeschön. Gleich hier rechts. Rund 10 Stunden Flugzeit sind es von Wien nach Bangkok. Und hier im Flugzeug, da gilt auch FFP2 Maskenpflicht. Das heißt, es ist sinnvoll, wenn du mehrere Masken mit hast, damit du sie immer wieder einmal wechseln kannst. Und fürs Essen und Trinken darfst du die Maske natürlich abnehmen. Ortszeit werde ich in Bangkok ankommen. 6 Stunden Zeitunterschied sind es zwischen Mitteleuropa und Thailand im Winter. Das heißt, in Mitteleuropa ist es dann 2.30 Uhr in der Früh. Ja, und ein bisschen Zeit habe ich jetzt noch. Einiges an Zeit. Ich werde jetzt einmal ganz gemütlich meinen Kaffee austrinken. Dann werde ich ein bisschen im Bordprogramm stöbern und mir die Zeit vertreiben. Und vielleicht schaffe ich sogar noch ein Nickerchen zu machen, dass ich morgen einigermaßen frisch dann in Bangkok ankomme. Ich hatte noch einen entspannten Flug und hier bei der Ankunft gibt es dann zuerst gleich einmal einen Checkpoint, wo die Dokumente kontrolliert werden, wo jeder vorbereitet wird, der hier ankommt. Dann geht es zum eigentlichen Thailand-Pass-Checkpoint und dann zur Immigration. Ja, meine Dokumente sind alle in Ordnung und jetzt warte ich gerade noch hier auf mein Gepäck und vorne draußen, da sollte dann auch schon der Transfer auf mich warten. Wenn du dein Gepäck hast und durch die Zollkontrolle durch bist, dann kommst du in die Ankunftshalle und dort stehen Stände von sämtlichen Quarantänehotels und da fragst du einfach nach,
nach deinem Hotel und dann wirst du schon zum richtigen Stand gebracht. Und von dort bringt man dich dann weiter zu einem der Transfers vor der Ankunftshalle. Da stehen jede Menge Fahrzeuge und da kommt man dann sehr schnell weiter. Und auch wenn du etwas Verspätung hast, ist das kein Problem, weil da sind so viele Menschen, die weiter transportiert werden müssen. Bei mir war es zum Beispiel der Fall, dass ich hier nun ein bisschen Verspätung habe, aber trotzdem hat alles einwandfrei geklappt. Und jetzt bin ich am Weg. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Entweder zum PCR-Test oder direkt ins Hotel. Jetzt haben wir uns eine Zeit lang durch die Stadt gestaut und so wie es aussieht, geht es jetzt zuerst einmal zum PCR-Test. So, you need my passport? Yes. So, just want to check if this is you. Shout out, Ratbo. Shout out, don't go with it. That's me. Alright. Nun habe ich einmal hier so ein Probenröhrchen bekommen, da steht sogar schon mein Name drauf. Und ich habe auch das Antigen-Testkit bekommen für in 7 Tagen. Und jetzt geht es hier gleich weiter. Hier warten schon ein paar Krankenschwestern und die sollten mir jetzt da irgendwie mit dem Test weiterhelfen. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Hello! Is this a gift to you? Savadikap? Okay, please shoot your name and your baby. Yes, it's my name. Okay. Okay. Now, is this okay? Okay. Okay, take off your mask. Okay. And up. And up, okay. Okay, I'm sorry. Are you ready? No problem. I'm ready. Okay, finished. Thank you. Finished. Thank you. Cup and cup. Bye. Oh. Du kennst es sicher. Man heult hinten nach, aber das war's auch schon hier mit dem Test. Und jetzt geht's, glaube ich, weiter zum Hotel. Oh. 10.48 Uhr ist es, 4.48 Uhr in Mitteleuropa und ich bin endlich hier im Hotelzimmer angekommen. Ja, nach der Ankunft hier mit dem Transfer musste ich zuerst einmal auf eine Matte steigen, damit man die Schuhsohlen von möglichen Viren befreit. Das Gepäck durfte ich nicht selbst heraufbringen, das wurde heraufgebracht. Dann hatte ich einen Check-in und hier heroben, da bekomme ich jetzt in meinem Zimmer, oder eigentlich ist es ein kleines Apartment, Mittagessen und Abendessen. Das darf ich jetzt gleich noch über WhatsApp auswählen, was ich gerne haben möchte. Und dieses Essen wird dann vor der Zimmertür auf einem Tisch hingebracht, um 12 Uhr und um 18 Uhr gibt es dann Abendessen. Und da darf ich es dann nehmen und im Mikrowellenherd dann aufwärmen. Aber ehrlich gesagt, mich interessiert das Essen gar nicht so sehr im Moment, sondern mich interessiert eher das da hinten, nämlich das Bett. Ich bin jetzt doch schon etwas müde und außerdem ist Zeit zum Ausruhen, denn mein Testergebnis werde ich so gegen 9 Uhr am Abend bekommen. Ich konnte mich in der Zwischenzeit ein bisschen ausruhen, konnte auch den Nachmittag hier angenehm verbringen und auch den Abend. Und das hier ist nicht etwa die Abendstimmung, nein, das ist der Sonnenaufgang. Denn das PCR-Testergebnis hat nämlich ein bisschen auf sich warten lassen. Ich habe es erst gegen 1 Uhr in der Früh per WhatsApp zugesandt bekommen. Ja, so ein Zimmer in so einem Quarantänehotel bietet dir eigentlich alles, was du brauchst. Und ich habe auch mehrfach schon etwas zu essen bekommen und auch mich schon über die ersten thailändischen Speisen gefreut. Und hier herinnen müsstest du im schlimmsten Fall 10 Tage verbringen, wenn das PCR-Testergebnis positiv wäre. Aber tara,
bei mir ist alles in Ordnung, bei mir ist das Testergebnis negativ. Wenn du schon das Smartphone in der Hand hältst, dann installier auch gleich noch die Mojana-App. Die musst du installieren, damit du dich hier in Thailand frei bewegen darfst. Diese Mojana-App ist eine Covid-19 oder Coronavirus-Tracking-App und außerdem weist sie dich darauf hin, dass du am Tag 6 oder 7 noch deinen Antigentest machen musst. Du erinnerst dich, dieses Set habe ich direkt beim PCR-Test hier in Thailand bekommen. Es ist zwar nur ein kleiner, aber sehr bedeutender Schritt für mich. Willkommen in Thailand! Ich hoffe, dass dir dieses Video bei deiner Reisevorbereitung für deine eigene Reise nach Thailand weiterhilft. Letzten Endes sind die Abläufe am Flughafen und während des Flugs so wie eigentlich vor der Pandemie. Abstand halten, Hygieneregeln und auch das Maske tragen, das sind Dinge, die wir ja auch schon aus unserem Alltag kennen. Der Ablauf dann in Bangkok bei der Anreise und bei der Ankunft läuft etwas anders ab, aber auch dort kannst du nicht verloren gehen und kommst sicher in dein Quarantänehotel. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass du die Dokumente alle vorbereitest und auch ausdruckst. Du musst sie an einigen Checkpoints vorweisen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Vorbereitung der ganzen Dokumente für deine Thailand-Reise während der Pandemie findest du bei mir im Reiseblog. Und wenn du wissen möchtest, wie es an beliebten Plätzen hier in Bangkok jetzt während der Pandemie so aussieht, dann schau gerne ins nächste Video rein und abonniere auch den Kanal, damit du keine Folge mit Zugreisen, mit Abenteuer und auch Urlaub ohne Auto versäumst. Ich sage Dankeschön fürs Mitdabeisein, freue mich, wenn du weiterhin mit dabei bleibst. Tschüss, Servus und Baba aus Bangkok!